So Leute, da sind wir auch schon wieder mit einem weiteren Mal, mit einer weiteren Folge Let's Play Advance Wars. So rum, sprechen sollte auch heute geübt sein. Wir haben in der letzten Folge gesehen, dass Sturm ziemlich zerstörerisch sein kann und er macht jetzt weiter. Was etwas traurig ist. Und ja, es wird gefährlich für uns. Ziemlich gefährlich. Das will mir nicht so recht gefallen. Was er hier mit uns macht. Also, wie viele Chancen wir noch haben werden, das wird sich erst in 2-3 Runden zeigen. Denn dieses Level ist gar nicht mal so leicht vorhersehbar, muss ich sagen. Das habe ich bei meinem ersten Playthrough auch so in Erfahrung gebracht. Ich dachte erst, verdammt, da stand es auch ähnlich wie jetzt, da dachte ich, das wird nichts mehr. Aber er verteilt jetzt seine Truppen sehr schön. Das heißt, ich kann sie so ein bisschen angreifen, wie der Löwe, der die einzelnen Gazellen aus der Herde raustreibt und dann angreift. Oder wie die Tau einst sagten, oder wenn man es zeitlich richtig nimmt, einst sagen werden, der geduldige Jäger fängt die Beute. Okay, wir haben ein weiteres Gebäude, das ist schon mal ziemlich gut. Warte mal, doch 4 Schaden? Ne, 3. Das HQ hat 4, okay. Ja, wir greifen alles an, was sich schwächen lässt, um dem Gegner ein kleines Schnippchen zu schlagen. Genau. 66 oder 12. Wir nehmen natürlich die 66%. Unsere Devise ist jetzt wirklich erstmal alles ein wenig niederzumähen, um uns selbst einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Dann können die anderen nämlich noch so ein bisschen und so, ne? So, du greifst den da an, genau. Also mit einem vollen scheinen wir, oder würden wir anscheinend alles niedermähen, weil 60% sagt er. Wir bauen noch einen Jagdpanzer, aber hier. Und hier bauen wir mal eine Mech-Einheit. Dann nehmen wir da unten mehr Gebäude ein, weil mehr Gebäude bedeutet mehr Geld. Dann haben wir schon keine Truppen mehr und wechseln auf Max. So. Und ja, ich habe ihn gesehen, seinen Raketenwerfer. Aber wir mähen ihn trotzdem einfach so ein bisschen nieder. So, der reicht bis dahin. Das heißt, ich kann mich dahin stellen. Ja. Ihr werdet doch sehen, dass die Taktik mit Max gar nicht mal so einfach ist, wenn man ja aufpassen muss, dass nicht alle Truppen auf einmal zerstört werden. Man aber seine Durchschlagskraft eigentlich braucht. So, Max macht es natürlich noch, der klärt das. Und selbst mit nur noch 3 kommen wir, ja, wir kommen da durch und können den noch vom Himmel putzen, was ziemlich gut tut,
Denn ihr habt gesehen, gegen die Panzer sind die ziemlich nervig. Und mit dem können wir den auch noch vom Himmel putzen. 216. Ja, das Problem ist, ich könnte jetzt die Spezialgabe, nicht die Spezialgabe, die Gabe einsetzen. Allerdings würde mir das defensiv etwas bringen, aber nicht viel offensiv, weil ich nicht mehr viel habe zum Angreifen. Deswegen spare ich mir die lieber auf. Ich weiß, dass sie sich auffüllt, aber das ist, glaube ich, gerade besser. So, nächste Runde habe ich das da eingenommen. Das ist sehr schön. Dann bauen wir hier nochmal einen Jagdpanzer. So, Tammy könnte zwei Felder weiter laufen und würde die Angriffskraft ihrer Mech-Einheiten erhöhen. Auch das bringt uns jetzt gerade nicht viel. Leider. Weil keine Mech-Einheiten in Reichweite sind. Also nicht in Angriffsreichweite, sagen wir es mal so. Wenn er allerdings näher käme, dann wären Mech-Einheiten eine Idee wert. So, wenn er mit dem da runter käme, das wäre auch ganz cool. Okay, der Flughafen gehört schon mal uns, weil da kommt er nicht mehr ran. ...15%, das bringt es gar nicht zu opfern, also... Ich meine, bitte, ne? Nächste Runde, wenn alles klappt, haben wir da oben die beiden Gebäude. Deswegen sparen wir heute mit Tammy Geld und lassen Co. Sturm seine Gabe auspacken. Ach, verdammt, noch eins. Irgendwie hatte ich ihn später in Erinnerung, also dass er den nicht so schnell einsetzen kann. Da hat er natürlich sehr, sehr gut getroffen. Ich meine, fürs Besetzungsteam ist es bei Tammy nicht so schlimm. Weil jede Figur besetzt bei ihr anderthalb. Na toll, das war klar. Tschüss. Basis. Aber wir bekommen den Flughafen, das ist schon mal gut. Allerdings bekommt er die Missile. Es wäre ein bisschen über, aber wenn Andys Reparatur für das ganze Team gelten würde, wäre schon cool. Ja, Flak. Das war's. Voll. Voll nicht. Das war's dann mit denen. Genau. Aber sie haben sich gut verkauft. Ah, er hat mir natürlich keine volle Mech-Einheit dort in der Nähe gelassen. War clever von ihm. Weiß, dass Tammys Mech-Einheiten besser sind. Ah, ich hätte den da hochstellen können. Eventuell. Nee, er hätte über die Berge fliegen können. Das hätte auch nicht viel gebracht. Achso, ich bin ja gar nicht mit Tammy dran. Okay. Darauf muss ja auch erstmal einer kommen. So, du bist weg. Dam, bam, bam. Tü, dü, tü, dü, 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 dü. 14 Schaden ist jetzt natürlich nicht das, was ich will. Aber ihr seht schon, es werden weniger Panzer. Was ziemlich gut ist. Ich musste dich jetzt leider in den Direktkampf zwingen. Das tut mir fast leid. Ja, das tat mir nicht leid, aber es tat mir weh. Sagen wir es mal so. Allerdings können wir so ein bisschen Schaden reindonnern. (56)
immer noch 56, aber wir nehmen wahrscheinlich weniger Rückschaden. Ja. Mei. Was soll man machen? Den putzen wir weg. Einfach weil wir es können, würde ich sagen. Da könnte er durch. Das heißt, er könnte wahrscheinlich auch dahin. Das werden wir gleich sehen, ob er das hätte gekonnt. Dann machen wir erstmal den platt. So, und dann gucken wir, ob er auf den Jäger kann, weil das wäre echt schön. Dann könnte ich die beiden Jäger dann nämlich, ja. Und du kannst bestimmt den hinteren Jäger, genau. Genau, du musst Gebäude einnehmen. Junge, Jungchen, Mignon, wie auch immer. Mehr Infanterie und mehr Jagdpanzer. Warum habe ich den nicht da oben gebaut? Da ist er doch viel näher dran. Da ist er mittendrin statt nur dabei. So. Maxes Truppen. Einmal dahin. Einmal dahin. Du darfst den da eliminieren, weil Jäger sind gemein. Meine, zurzeit tun mir die Jäger am wenigsten, aber ich möchte vielleicht später noch ein bisschen mehr auf Flugzeuge gehen. Deswegen würden mich ein paar Jäger weniger schon freuen. Wobei, wenn wir alles mit Jäger vollstopfen lassen, dann hat er irgendwann seine 50 erreicht. Können wir das mal ganz kurz? Status? Einheit? Ne, wir können nur bei uns gucken, wie viel wir haben. Okay. Genau, das ist nicht ganz so schön, aber wir haben da schon mal eine Basis, das ist echt, weil mit Max da oben endlich mal die Panzer produzieren zu können und nicht von da unten holen zu müssen, deswegen sparen wir diese Runde auch mit Max und die zwei bringen uns ganz ehrlich nichts, deswegen lassen wir die mal in Zahlung geben. So. Die geben wir auch in Zahlung. Gucken, was sie uns dafür geben. Ich glaube, 3 geben sie uns dafür. Genau. So ein bisschen zermürben. Kann ja mal nicht schaden. Und dann auf zu Tammy. Wir haben den Flughafen. Wir haben ein bisschen was von seinem Jäger. Natürlich lachhaft wenig. Allerdings kann uns das schon ein bisschen Vorteil bringen. Wir bauen hier eine Flak-Einheit. And another Jagdpanzer. Genau, besetzen mit Sternchen. Dem Kampfpanzer machen wir dicht. Und das bringt nichts. Also stellen wir den da runter und hoffen, dass er den nicht angreift. Und dann können wir auch mit Tammy nichts mehr machen. Und sagen Tag 5 für Sturm. Okay, er nimmt dort die Gebäude ein. Das ist etwas schlecht, weil er hat schon so viel Geld. Eigentlich müssten wir ihm das Geld wegnehmen. Es wird ein ziemlich langes Finale. Also ich rechne noch mit mindestens der nächsten Folge. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Gucken wir mal. So, 2 bleiben übrig. 3. 3 ist sehr gut.
Denn 3 mal anderthalb könnte auf 5 aufgerundet werden. Genau. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn wir Glück haben, wird es aufgerundet und dann haben wir nächste Runde dieses Gebäude. Ansonsten wären wir ein bisschen am Arsch. Und wir haben da schon einen Flughafen, das ist schon mal gut. Hör mal auf, Junge. Junge. Ich finde erstaunlich, wie dieses Spiel teilweise versucht zu nerven. Okay. Du bist weg. Dass wir das geklärt haben. Hier noch anfangen rumzumaulen. Geht ja mal gar nicht. So, er hat dort nur die blöden Kampfpanzer. Aber irgendwie müssen wir auch die KPs kaputt hauen. Okay, er hat fast keine Munition mehr. Das ist auch gut. Aber das bringt ihm auch nicht mehr lange was. So. Ja, dann machen wir auch hier einen Geronimo-Angriff, um ihn ein wenig zu schwächen. Ich würde mal sagen, bei Andy lohnt sich das. Hätte ich vielleicht hinterher machen sollen, aber gut. Droht. So, dann kannst du nächste Runde da das Gebäude noch einnehmen. Du darfst da Schaden machen. Einfach weil du es kannst. Wobei du bist jetzt in der Reichweite vom Raketenwerfer, oder? Nee, doch nicht. Okay. Läuft, würde ich sagen. So, Max. Eventuell nächste Runde darfst du deine Gabe mal einsetzen. Großer Fehler übrigens, Max die ganze Zeit zu ignorieren. Hier hinten. Finde ich. Also, naja, was heißt großer Fehler? Ich finde es eigentlich ganz cool. Wir bauen erstmal den KPZ und bauen hier unten eine Flak-Einheit. Habe ich kein Geld mehr für eine Flak-Einheit. Das ist natürlich sehr schön. So, ich kann natürlich. Ach so, naja, gut, ich könnte einen. Vielleicht mache ich das dann noch. Oder aber ich mache es nicht. Das wäre die Alternative. Weil nämlich, ich weiß, ich begebe mich jetzt groß in die Range seiner Einheiten. Aber fast seine gesamte Einheit hier zu zerlegen, ist doch auch mal was, oder? Finde ich, kann man mal machen. So, können wir noch irgendwo Geld herbekommen? Nein, also dann Tami. Gemeingestellt, kann man nicht anders behaupten. Geld machen? So rum funktioniert das mit dem einen nicht. Da war ja was. Gucken, ob er aufrundet. Nein, natürlich nicht. Schade eigentlich.
Bauen wir hier mal einen K-Heli. Jetzt hätte ich den Typen aus Yellow Comet gerne. Der Heli-Onkel, wie ich ihn immer nenne. Oder eigentlich nenne ich ihn nie so, aber egal. Da oben eine Basis wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Was ich auch nicht ganz verstehe, ist, das sind ja die Einheiten von Drake und Kid. Wieso liegt die Spezialgabe eigentlich beim Kommandanten und nicht bei den von ihm ausgebildeten Einheiten? Das heißt, rein theoretisch müssten die Einheiten, wenn es denn Kids wären, ja, auch die Fernkampfspezialisten sein. Nur so aus Interessensneugierde Dingens. Gefragt. Das ist gut. Hast du schön gemacht. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Wie macht man das jetzt am schlechtesten? Naja. Die schicken wir erstmal davor. Die schicken wir da runter. Und die schicken wir da runter. Hey, wir könnten mal eine größere Einheit bauen. Sehr schön. Deswegen werden wir einen Raketenwerfer bauen. Und hier zusperren. So, wir bereiten hier ein bisschen was vor für Max, weil Max kann ein bisschen Schaden machen. Nicht viel, aber ein bisschen halt, ne? So. Okay, das wäre seine Flak-Einheit. Auf jeden Fall schon mal. Seine Missile-Einheit. Sorry. Natürlich kann er bis dahin schießen, deswegen. Okay, der kommt bis dahin. Das heißt, ich bereite hier ein paar Schadenspunkte nochmal vor. So, ich mache noch ganz kurz den Zug mit Ende zu Ende, überlege gerade, lohnt es hier noch anzugreifen? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall für Tammy das vorzubereiten. So, und mit diesem Zug, weil wir haben keine Einheiten mehr, würde ich sagen, das war es auch schon wieder für heute mit Let's Play Advance Wars. Wir gucken in der nächsten Runde weiter, was wir mit Max und Tammy anfangen. Bis dahin und tschüss.